Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde, das bin ich. Und ja, wartet mal, welche Version spielen wir heute eigentlich? Ja, hier rechts unten wird ganz neu nur mehr angezeigt die Build-ID. Nicht mehr die Version, so wie zuletzt 073B. Ja, nur mehr die Build-ID. Wie kam es dazu? Darauf gehe ich gleich ein. Und zeige euch erstmal kurz, ihr nicht nur rechts unten die Build-ID sieht anders aus, sondern auch das Optionsmenü ist grundlegend ein bisschen anders gestaltet worden, übersichtlicher, genauso wie Singleplayer-Modus New Game oder neues Spiel. Hier bekommen wir die Übersicht direkt zum Modus, was ist es eigentlich? Ja, empfohlener Spielemodus normal, schon ein bisschen stärkere Gegner und schwieriges Überleben. Stärkere Gegner und richtig schwieriges, ja, ihr versteht, was ich meine. Ich setze jetzt an meinem Spielstand erstmal fort und steige dazu direkt ins Spiel mit euch ein in der neuen Version der sogenannten Pre-Release-Version zur Version 1.0. Ja, und hier befinden wir uns auch schon in der neuen Pre-Release-Version vor der Version 1.0. Was ist hier neu hinzugekommen, beziehungsweise was ist denn überhaupt passiert? Im Januar und im Februar hat es hier zwei Updates gegeben. Die waren doch wohl eher kosmetischer Natur und haben viele Fehler behoben. Ja, wohl auch viel an der Balance, beziehungsweise hier der Ausgeglichenheit des Gameplays beigetragen. Und wenn ich mir hier die neue Version so ansehe, das ist grundlegend allgemein viel, viel flüssiger, viel angenehmer hier von den Bewegungsabläufen, wo ich sagen muss, das lässt sich leider hier nicht herzeigen und auch unter diesen Umständen und natürlich mehreren Gründen ließ sich auch jetzt in den vergangenen zwei Versionen nicht wirklich ein schönes Video draus machen. Ich bin ehrlich, das wäre verschwendete Zeit gewesen. Ja. Hier gibt es aber viel, viel Neues, das man hier zeigen kann. Ich beginne auch mit dem Überlebensbuch. Wir haben jetzt hier so nette Umrandungen. Überall, wo ich mich bewege, gibt es hier ein sogenanntes Highlight hinzu. Ja. Das heißt, ich weiß genau, wo ich mich befinde, wo ich mich bewege. Ja, das übliche Tutorial. Ja, wie beginne ich das Spiel? Und dem kundigen The Forest-Spieler wird natürlich hier sofort eines auffallen. Ja, schöne neue Bilder hier im Überlebensbuch. Ich finde das gut, ich finde das schick. Das sieht viel, viel besser aus als zuvor. Und wenn wir hier auch noch dann die beleuchteten Rahmen hier außenrum bekommen, ist das, wenn ich hier jetzt zum Beispiel so ein komisches Gegenlicht habe, ganz hilfreich. Auch die neuen Bilder, die tragen hier sehr viel zur Übersicht bei. Ja, und ich sag mal, wirklich viele neue Seiten gibt es hier nicht. Was heißt hier viele neue Seiten? Ja, ja. Ich kann ein SOS-Signal kann ich hier platzieren. Benötigt 34 von diesen großen Steinen und dann platziere ich das mal hier. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Eventuell. Ja, bewirkt das ja etwas, das wir noch gar nicht kennen. Das probiere ich heute aber nicht aus. Dazu komme ich, sagen wir, hier im privaten anderen Mal. Ja. Zum Herstellen der Gegenstände, meine ich, gibt es eine neue Seite. Ich kenne die noch nicht. Die sieht für mich neu aus und erklärt auch ganz einfach, wie lassen sich auf der Crafting-Matte Gegenstände herstellen. Pflanzen, Tiere, Pilze, was weiß ich, eine Liste von Sahara und ein Artefaktbild. Ja, wir haben hier schon recht viel. Ach so, da bleiben wir gleich drin. Worauf ich ja eingehen möchte, ist hier, guckt mal hier, Blaupausen. Ja, die sehen schon mal viel besser aus. Und die haben auch so einen Leuchteffekt. Das war eine Möwe, die in mich reingeflogen ist. Okay, das ist okay. Dieser Leuchteffekt mag hier nicht wirklich rüberkommen. Das liegt auch daran, dass das ein kleines Gebäude ist. Wir verwenden hier erstmal dieses Ding und begeben uns dazu hier in dunkleres Gebiet. Ja. Hier ist das schon viel besser zu erkennen. Und ja, was soll ich sagen? Ihr merkt das vielleicht. Ich bin hier vollkommen aus dem Häuschen. Ich finde das gut, wie das aussieht. Ja. Jetzt nehmen wir erstmal hier so ein großes Teil.
Oh, das können wir, genau, das. Oh, das leuchtet ja auch hier, wenn das rote ist, ne? Wenn das nicht gebaut werden kann. So ein riesengroßes Hüttengerät. Guckt mal, wie das hier durchglänzt und leuchtet. Ja, das ist neu. Ich sag mal, das ist auf jeden Fall zweckdienlich hier, wenn man etwas bauen möchte, wo die Sonneneinstrahlung gerade ganz fies ist, ja, vom Winkel. Ich finde das gut, das dient der Übersicht. Was auch der Übersicht dient, aber meiner Meinung nach schon viel Spielerei hier ist. Im Inventar können wir hier mit Mausbewegung jeden Gegenstand zum Rappeln und Pappeln und Klappern und Klimpern bringen. Es bewegt sich hier alles. Hier ist es vielleicht ein bisschen ja, matschig, ne? Nicht so appetitlich, aber hier dann wohl eher. Ja, können wir hier mit den Kassetten, ist das Ganze hier spektakulär. Aufklappen, zuklappen oder auch. Ja, ich sag mal, wer hier eine A Cappella-Gruppe gründen möchte, ja, der ist hier sicher vorne dabei. No? Warum nicht? Ja, ich denke mal, man kann sich hier wohl, man kann hier wohl Zeit investieren, ja. ja, was nehmen wir hier? Ein Stock und was bauen wir? Eine Feder, ein Pfeil. Genau, und sobald ich hier mit der Maustaste über dieses Symbol hier drüber fahre, miau, ja, beginnt sich das zu bewegen und rollt auch langsam aus. Beim Herstellen leider kein toller neuer Effekt, aber immerhin. Ich finde, das ist ja eine große Spitzenneuerung. Und viele, die sich jetzt hier im Bereich Modding ein bisschen beschäftigt haben oder zum Beispiel auch im Spielecode ein bisschen umgeguckt haben, die werden immer wieder auf eines gestoßen sein, so wie ich. Und das ist hier der Verweis auf ein Haarspray, ja, oder auf eine Haarspraydose. Es gab jedoch bisher, und das ist die erste Version, wo es ein bisschen mehr Hinweise gibt, bisher gab es absolut gar nichts, worauf man sich beziehen konnte. Jetzt ist das Ding hier. Eine Haarspraydose kann verwendet werden mit einem Feuerzeug. Das tun wir auch gleich. Dazu pappen wir das raus, ne? Und setzen hier erstmal einen Busch in Brand. Ja, so richtig auf Anarchie, Rebellion und ja, hier bringt das schon ein bisschen was. Aber auch nicht allzu viel. Kann dann auch bei Gegnern angewendet werden. Ja. Ich empfehle es natürlich nicht. Und bevor wir jetzt zur nächsten Neuerung kommen, etwas, das ich entdeckt habe, ja, werden wir eine weitere Distanz zurücklegen und wir sehen uns gleich wieder. Ich springe ein bisschen. Bis gleich. Thank you.
So, ja, nachdem wir unseren Endgegner hier erledigt haben, nehmen wir das gute Kind einfach mit. Und wir gehen mal davon aus, dass wir. Nee, wir wissen das ja eigentlich. Wir gehen echt davon aus. Aber gut, wir probieren das zumindest erstmal hier, ne? Ja, hier wird ein lebendiges Exemplar benötigt, aber was wir hier an dieser Stelle benötigen, also die Maschine, das lebendige Exemplar, wir benötigen die Schlüsselkarte. Und genau deswegen werden wir hier auch einen Weg raussuchen. Ja, wir sind genau dort wieder zurück, wo wir eigentlich sein möchten, denn nachdem wir hier die goldene Schlüsselkarte erhalten haben, das ist ja eigentlich die Aufzugskarte, die für ein bisschen mehr dient als nur einen gewöhnlichen Aufzug. Und genau um das jetzt hier erstmal anzugucken, was hier los ist, nachdem wir einen Endgegner umgebracht haben, werden wir in Gebiete vordringen, die uns in dieser neuen Version zuvor versperrt gewesen sind. Das ist aber hier auch anders, ne? Gut, ich kann hier eines mit Sicherheit sagen. Das ist nicht erst seit dieser Version so. Beziehungsweise entweder gar nicht oder es ist erst seit dieser Version so, nachdem man den Endgegner umgebracht hat. Ja, nachdem man den Endgegner umgebracht hat. Das ist auch nicht normal, ne? Hier. So ein Saustall hier, sondergleichen, alles dreckig. Ich denke, das muss. Ja, ich denke mal, das muss hier in Verbindung mit dem Endgegner stehen. Das zuvor sieht hier der. Ja, die Ausstattung der Yacht ein bisschen anders aus. Was aber auf jeden Fall gleich geblieben ist. Diese Tür benötigt hier eine Schlüsselkarte. Ja, das ist die goldene Schlüsselkarte, die wir hier aus dem Endgegner-Mädchen rausbekommen. Und außer dass es hier eigentlich aussieht wie immer, gibt es genau eine Neuerung hier. Ein Stück, das bisher noch nicht hier gelegen hat. Das wird auch nicht hier gezeigt, wenn man das aufgenommen hat. Oh, da ist es. Hier befindet es sich. So ein komisches Ding. Nennt sich Artefakt. Ja. Ja, das ist so ein komisches Pyramiden-Skarabäus-Beine-Dingens-Gerät, das spitz aussieht, ne? Ich weiß nicht ganz, was es damit auf sich hat. Wohl aber weiß ich eines hier. Nämlich, wie das Ding wirklich heißt, hier steht nur Artefakt. Ich weiß, dass es auch noch Artefakt-Schlüssel heißt. Ja. Um dem auf die Spur zu kommen, gehen wir wieder dort zurück, wo wir hier gekommen sind. Ja, auch wieder, so wie vorhin, eine kleine Distanz. Bis gleich. Ja, und dort, wo wir jetzt vorhin unsere Schlüsselkarte erhalten haben, ist erstmal kein Mädchen mehr, aber was wir haben ist mit dieser goldenen Schlüsselkarte, die auch gerade eben zum Floß den Zugang gewährte, haben wir hier bekommen, ganz neu, ja, diesen Artefaktschlüssel. Und ich guck mal, wo wir den einsetzen können, denn ich bin mir sicher, hier wartet noch einiges auf uns.
Wir sind hier bereits einmal gewesen. Ja. Mit euch gemeinsam bin ich hier mindestens einmal gewesen. Und was mir hier in der neuen sogenannten Pre-Release-Alpha-Version aufgefallen ist, an dieser Stelle über der gesamten Insel, dass hier in der Hauptkommandozentrale einiges Neues. Es sieht schon mal erst ein bisschen beliebter hier aus, beziehungsweise verlassen. Und wie immer können wir hier nicht nur ein Flugzeug abschießen, sondern wir wissen jetzt auch, warum wir das tun. Timmy liegt hier im Sterben, benötigt ein lebendes Exemplar und wir haben hier ein ankommendes Flugzeug, das bereits von unserer magischen Artefakteinheit gescannt werden konnte. Darin befinden sich Thomas, der ist 4 Jahre alt, Sally, die sind 7 Jahre alt und Kevin, der ist 9 Jahre alt. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier dieses Flugzeug runterzuholen und ein dieser drei Kinder als lebendes Exemplar für unseren Timmy zu benutzen, der dann auch in, wie wir das kennen, in dieser Endsequenz am Durchdrehen ist und die ganze Welt hier in Angst und Schrecken versetzt. Und dann fiel mir das auf hier. Emergency Shutdown. Wir haben hier eine Möglichkeit, etwas zu tun, ja, worüber ich noch nicht weiß, was es tun wird. Eine Sicherheitsabschaltung. Wollen wir das sicher? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen das. Ich probiere das aus. Oh, der Vater von Timmy ist hier am Hadern. Komm, tu es. Oh, wow. Wir haben jetzt hier, haben jetzt die hier, oh Mann. Wir haben hier die gesamte Anlage abgeschalten hier. Und eine Tür ging auf. Das Ding ist tot, ne? Wow. Mann. Ja, wir haben die Anlage abgeschalten hier. Ich immer mit der Ablage anschalten. Oh Mann. Schlüsselkarte hier. Auch mal wieder die goldene Schlüsselkarte hier für einen Aufzug. Guck mal, wo uns das hinführen wird. Oh, das sind hier so Malstifte, wie wir es ja auch von Megan kennen. Aber das scheint hier auch so ein Underground-Abstelllabor zu sein oder ein Abstellplatz, man weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall einiges im Argen. Ja. Nicht alles scheint so gut zu sein. Notizen, alles ist verstreut. Gerümpel, Schutt und Geröll. Ja, das geht hier aber gut abwärts, ne? Oh, komm mal, Obacht. Na, hier hinten ist wohl nix.
Wobei das hier direkt erstmal nach einer Einladung aussieht, ne? Hier so rüber. Das ist schon sehr einladend. Erstmal hier runter. Gucken, was hier unten für uns bereitgehalten wird. Wow, wow, wow. Ein Roboter hier nach dem nächsten. Was ist das für ein komisches Geräusch? Irgendwas, was auch hinter der ersten Tür hier so ein komisches Geräusch verursacht hat, muss auch hinter dieser Tür sein. Moment. Oh, oh. Das ist hier das Zeichen für das Artefakt, nicht? Und wenn ich mir hier diese Form so angucke. Ja. Oh ja, hier das Zeichen des Artefakts. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Wow. Wow. Okay. Mit hier den Maustasten lässt sich das irgendwie bedienen und Taste C ist... Oh, ich denke mal, ich gucke mir das hier später an, ne? Das ist ja wohl nicht eine Bombe oder ähnliches. Oder vielleicht brauchen wir das auch noch. Komm, rauf, rauf, rauf. Ich kann hier mit linker und rechter Maustaste, kann ich hier ein bisschen rumdrücken, aber... Nun gut. Schreiten wir voran. Ich werde mich etwas später hier mit diesem Teil noch beschäftigen und gucken, was sich hier rausfinden lässt. Alles glüht so. Alles glüht so und unerwartet. Ist da etwas, worauf wir uns... Oh, das ist eine Explosivwand. Ja, wunderbar. Warte mal, wir haben hier ja einen Explosivkopf, ne? Komm mal hier, Explosivkopf. Tu dein Werk. Wow. Oh. Ja. Kennen wir vielleicht nicht von The Forest, dass hier Steine in der Luft hängen bleiben, aber für eine Alpha ist das ganz normal hier. Wow, wir haben das Flugzeug gehen lassen. Ist das... Das ist eine Endsequenz. Oh nee. Wir haben... Nee, oder? Oh nee, oder? Oh Mann.
Mann. Das ist eine zweite Alternative. Das ist ein... Wow. Das ist ein zweites Alternativ, oder das ist eine Alternative. Wir haben jetzt hier, ich bin schon ein bisschen bewegt, ja, wir haben hier eigentlich versucht, als Vater einen Timmy zu retten. Das ist ja eigentlich die Mission gewesen, das ganze Spiel durchwegs. Und wenn wir hier gucken, was bisher rausgekommen ist bei... Dann war das so, dass wir einen Timmy hier retten konnten, aber eigentlich, ja, die Welt ins Chaos gestürzt hat. Und... Jetzt hatten wir die Möglichkeit, einen Flieger nicht runterzuschießen. Und haben das auch getan, indem wir den Timmy dorthin gehen lassen, wo er gut aufgehoben ist. Ne? Dafür, sag ich mal, retten wir die Welt. Ne? Und wir sind jetzt hier zurückgeblieben auf dieser einsamen Insel. Mann, was ist das für ein Alternativende? Das bewegt mich hier schon unheimlich. Vor allem auch wegen der tollen Schneeflocken hier. Mann, oh Mann. Ich denke mal, ich werde das jetzt hier kurz überspringen, ja. Das bewegt mich, ja. Es nimmt mich schon ein bisschen mit. Und ich gehe auch ein bisschen gucken, was ich hier mit dem neuen erhaltenen Artefaktteil, das hier so in allen möglichen Farben hier vor sich hinketzert, rausfinden kann, wie auch immer. Bis gleich. Ich befinde mich auch wieder, ja, erstmal willkommen zurück, ne? Nach dieser, ich sag mal, emotionalen Fahrt, das hat mich wirklich ein bisschen mehr bewegt, als hier das reguläre Ende. Ja, willkommen zurück hier auf, in dem Gebiet, wo wir uns üblicherweise aufhalten. Ich habe auch hier, dort im Inventar ist das drin, Artefakt. Und auch hierzu kenne ich bereits den eigentlichen Namen von dem Gerät, das ist die Artefaktkugel. Ja, und die Kugel gibt es hier in mehreren Ausführungen, das heißt, ich drücke einmal drauf. Das ganze Dings wird hier rot, ja, und linke Maustaste ist das gewesen, ne? Ausschalten, einschalten. Ich drücke jetzt rechte Maustaste. Wir bewegen uns in die andere Richtung von dieser Kugel und je nachdem, welche Funktion gerade mal aktiviert wurde. Komm, mach hier mal rot. Ja, wunderbar. Kann ich das Ganze mit der Taste C und jetzt haltet euch hier mal fest. Kann ich das mit der Taste C hier in den Boden rammen? Und was tut das ganze Ding? Es zieht mir hier die Gegner an. Rot zieht Gegner an, ja. Dazu habe ich natürlich auch meine Mod AP im Gepäck. Und ich spawne hier erstmal einen regulären Kannibal. Ja. Na, komm jetzt hier. Ja, sag mal, siehst du mich nicht, oder was? Ja, geht doch, ne? Du alter Steppenbär hier. Komm, lauf mal hier weg. Ja, rot. Rot zieht die Gegner an. Ja, das war jetzt hier erstmal nicht so die Demonstration von rot zieht die Gegner an. Aber der kommt hier wieder. Ja, der kommt hier wieder. Der kommt hier wieder. Oder auch nicht. Haben wir hier rot? Ja, das ist rot. Oh ja, da ist ja schon irgendwo einer. Ich weiß nur nicht wo. Oh ja, da drüben ist einer. Ne? Die werden hier angezogen. Die kommen dann, wie die Fliegen kommen die ran.
Oder wir nehmen den einfach wieder auf und setzen den erstmal irgendwo hin. Mit ein bisschen mehr Reichweite. Oh, ich habe das Teil jetzt erstmal irgendwo dran gepappt, nachdem das ein bisschen gedauert hat. Aber wir haben hier, ja, nachdem das da oben positioniert gewesen ist, schon mal vier Gegner, die hier langlaufen. Und ich sag mal, das geht oft ratzfatz hier. Na? Was da lang kommt an Gegnern, die werden hier von dem Roten, werden die angezogen, wie die Fliegen auch vom Licht. Und dann nehme ich den auch mal auf. So. Und während wir hier in totaler Not sind, stelle ich den auch mal um auf Blau. Und nun kommt's. Nun kommt's, meine Lieben, ne? Nun kommt's. Ihr seht schon mal, was hier los ist. Ja, komm, ihr wagt euch hier. Ihr traut euch das ohnehin nicht. Und dann hier. Jetzt ist Schluss. Da könnt ihr hier von mir fernbleiben. Ja, auf Dauer. Und ihr werdet nie wieder an mich rankommen. Ja. Ja, tschüss hier. Na? Na, komm. Du. Weiß nicht, wo du laufen sollst. Wo du langlaufen sollst. Hier, komm mal. Reiß hier ab, du. Ja. Und dafür ist auch hier der blaue Ball, diese Artefaktkugel gedacht. Entweder ist das hier zum Anziehen von den Gegnern oder zum Abwehren, zum Abhalten von den Gegnern. Meiner Meinung nach hat hier das Pre-Release-Update zur Version 1.0, die jetzt in der nächsten Nacht erscheinen wird, wirklich alle Ränge besetzt hier. Das ist für mich schon richtig viel Inhalt, viel Verbesserung, die am Gameplay, an der Flüssigkeit der Bewegung und der Steuerung vorgenommen wurde, inklusive ein paar neuen Elementen mit einem alternativen Ende. Das ist schon was Großartiges für mich. Ich sag mal hier an dieser Stelle danke fürs Zugucken. Ich denke mal, so lang wird das nicht dauern, bis wir uns wiedersehen. Immerhin ist ja in der nächsten Nacht ist hier schon das neue Update angesagt. Guckt mal bei uns vorbei im forum.survivetheforest.net oder auch im forum.stranded-games.net. Da haben wir ein bisschen was über Stranded Deep, Escape the Pacific, Bermuda Lost Survival und was auch sonst an, ja, Ozean- und Strandüberlebensspielen stattfinden kann. Das haben wir dort drin. Wie gesagt, danke fürs Zugucken. Das war die Axt im Walde mit einem sehr, wirklich sehr bewegenden Video. Ich hatte hier sehr bewegende Erlebnisse und bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, was hier das 1.0 Update anbelangt, wenn ich mir angucke, was wir hier bekommen haben. Das ist ein gutes Pre-Release Update. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war die Axt im Walde. Tschüss.